Guten Abend oder auch Tag oder wann ihr halt einschaltet, liebe Zuhörer. Wir sind zurück mit einer Runde Neuschwabengelaber. Und wir fangen gleich mit dem Ende an, mit dem Zapfenstreich der Bundeswehr. Mit dabei Stefan und Sebastian und ich, Friedemann. Hallo. Ja, guten Abend. Machen wir jetzt eigentlich nur noch diese Laberfolgen, weil wir dabei saufen können? Ja, im Prinzip schon. Also das ist ehrlich gesagt der Grund, ja. Was trinkt ihr eigentlich gerade? Ich habe mir einen Salvator Doppelbock von Paulaner gegönnt, passend zur Laberfolge mit Reden wir jetzt mal 7, drüber, was wir 9%. trinken? Ja, das hat Jonas Schick, hat den Trend gesettet und Philipp Stein. Wir müssen jetzt nachziehen. Ich trinke Macallan Double Cask. 12 Jahre. Ihr trinkt alles sowas Gutes. Ich trinke Schuldenbräu. Das ist quasi der süddeutsche Ableger der Karlskrone. Das ist Oh, Aldi-Bier von hier. Karlskrone. Karlskrone, bestes Getränk. Das ist aber wirklich witzig im Vergleich. Ja, ich muss sagen, ich mache das auch nur fürs Meme, weil wegen Outdoor Illner. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie angefangen, Karlskrone zu trinken. Das ist doch sogar aus der Plastikflasche, oder? Ja, das Karlskrone ist hier auch in der Plastikflasche, aber es gibt quasi das gleiche Bier, das schmeckt gleich und es hat ein ähnliches Design in der Dose und das heißt hier aber Schuldenbräu in Süddeutschland. In Mittel- und Nord- und Westdeutschland heißt es auch Karlskrone. Ich verstehe das Aldi-System nicht mit Nord und Süd und keine Ahnung, wie da die verschiedenen Produktlinien zustande kommen. Ja, ist ja auch irrelevant. Zum Ist ja auch Zapfenstreich. egal. Zum Zapfenstreich. Die Bundeswehr hat ja tatsächlich nach vielen kopfschüttelerregenden oder einfach nur peinlichen Nummern eine richtig gute Veranstaltung hingelegt. Wann war das? Am 13. Oktober. Möglich, Mit ja. dem Zapfenstreich, ich meine, der Grund des Zapfenstreichs, das Ende des Afghanistans-Einsatzes war, kann man jetzt, wenn man es positiv sieht, ein guter Grund, weil der Einsatz zu Ende ist, endlich. Aber natürlich nichts, was wirklich irgendwie mit einem, wo man drauf stolz wirklich zurückblicken kann, weil es eine einzige, erstens schiefgelaufene Aktion war und zweitens von Anfang an falsche Aktion. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen heute nur über diese Veranstaltung, den Zapfenstreich an sich sprechen und insbesondere auf die Reaktionen, die dann darauf gefolgt sind. Diese Bundeswehr-Feiern und Zeremonien, die finden ja nicht so viel Aufmerksamkeit meistens. Es gibt immer mal wieder kleinere Sachen. Wenn ein Soldat gefallen ist und so weiter, dann gibt es auch eine kleine Tagesschau-Meldung meist, aber das wird nicht groß in den Medien verbreitet. Jetzt war es eben aber doch etwas Größeres, direkt vor dem Reichstag und mit einer richtig stimmungsvollen Zeremonie, Fackeln in den Händen. Die Soldaten sind wirklich schneidigen Uniformen marschieren. Und das hat natürlich bei den linken Zeitgenossen in der ganzen Schickeria vorderst voran, Jan Böhmermann, da haben sich die Nackenhaare steil gestellt. Also da sind richtig Emotionen aufgekocht. Nachdem die verschiedenen Videos, vor allem auf Twitter, da habe ich es halt verfolgt, vom Verteidigungsministerium verbreitet wurden. Heute, jetzt Jan Böhmermann lese ich jetzt vor, heute reden wir mal nicht über rechtsradikale Wolfsrudel in der Ehrenformation, waffenhortende Reichsbürger, Reservisten, über die 1000 rechtsextremen Einzelfälle, Bundeswehroffiziere in der AfD, Franco A. oder Hannibal. Heute genießen wir einfach nur unsere Gänsehaut. Und so weiter. Ich finde Fackelmärsche von Uniformierten vom Reichstag richtig, richtig scheiße, egal aus welchem Anlass und so weiter. Also sie haben sich richtig reingesteigert und ich befürchte, es wird der letzte solche Zapfenstreich sein in dieser Form, weil es wurden jetzt auch von aus mehreren Richtungen Reformen gefordert, also nicht alle ganz aggressiv wie Jan Böhmermann, manche auch eher verständnisvoll. Ja, für die Gefallenen muss man ja schon was machen, aber ist das noch zeitgemäß und so weiter und so fort. Also ich befürchte, das wird jetzt von der neuen Regierung irgendwann abgeändert, das Zeremoniell.
Also ich Wie seht ihr finde das? das, ehrlich gesagt, fand ich die Reaktion super, weil wenn die Linken da anfangen rumzuheulen und wie schlimm das ist, verdeutlicht das eigentlich, dass marschierende Soldatenästhetik mit Fackeln bei Nacht durch und durch idealrecht sind. Von daher sollten wir das auf jeden Fall willkommen heißen. Aber das wussten wir ja schon Das vorher, wusste, also. ja, es geht. Ich meine, schau dir zum Teil kommunistische Propaganda an, die macht auch von der Ästhetik her steil was ran. Aber ja, so also umso gut, umso besser, wenn die da so rumheulen wegen dem. Es ist halt auch, ja, die Kommentare, also wirklich, man konnte sich nur die Haare raufen, so. Ja, muss das sein? Muss man bei Nacht mit Fackeln Knicklichter, rum? Junge. Das war's Ja, fest, ja. Leute, wirklich, Alter. wo ich mir die Forderungen durchgelesen habe, wirklich, die Bundeswehr müsste irgendwie mit rosa Dildos in Feenkostümen im Nichtgleichschritt in der Stadt rumlaufen, Feenstaub verteilen und ja, eben irgendwie Taschenlampen in die Luft halten oder so für einen Zapfenstreich, damit es scheinbar keine NS-Wiedererinnerungen oder was auch immer weckt. Das ist so. Es ist halt auch Oder eben bitte. so schön wieder, wie sie zeigen, dass sie die Forderung, die ja so manche Konservative haben, nämlich dass man die Sachen einfach irgendwie neu prägt oder sowas, das können sie wirklich nicht. Wenn sie irgendwas an die Nazizeit erinnert, dann ist es einfach, darf man das nie wieder machen. Genau. Aber zum Zeremoniell vom Zapfenstreich selber muss man ja sagen, durch die ganzen SIFT-Twitter-Reaktionen hat ja das Verteidigungsministerium dann auch einen Informationslink darunter noch gepostet, wo man halt sieht und dann ja, Zapfenstreich kommt eigentlich von den Landsknechten und dann bei Preußen und bla 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 hat man das schon gemacht. Ja, das Also war ja ich witzigerweise, glaube ehrlich ursprünglich kommt es ja gesagt. davon, dass die Kneipe geschlossen hat, der Genau, ja. Aber im Feld, am Lager, ja. wie gesagt, der Zapfenstreich, das ist ja das höchste militärische Zeremoniell und in dem Fall war es ja extra auch noch für die Würdigung der Gefallenen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man das großartig umstimmen könnte, weil Militärparaden, Militärzeremonien sind immer mit zu Musik marschierenden Soldaten und dann Es wird gibt ihnen es halt niemals noch gefallen, Feuer. egal wie man es macht. Genau, und dann gibt es halt dazu noch Feuer. Also ich habe keine Ahnung, Und wie man das was? überhaupt, die Kritikpunkte lassen sich gar nicht entschärfen, weil sollen die Soldaten die Uniform ablegen und im Nichtgleichschritt marschieren und keine Fackeln mehr Der Witz verwenden? ist ja, Also, mit all ja. diesen Sachen fördern sie halt auch einfach nur, dass in der Bundeswehr die einzelnen Einheiten halt eigene Traditionen und eigene Rituale und was weiß ich halt fördern. Und dadurch fördern sie einfach diese Einzelfälle massiv, ohne es halt zu merken, weil es das halt nicht mehr von oben gibt oder so, es ist klar, dass die Soldaten sich Ersatz suchen. Ja, ist. Ja, du sagst, man kann es nicht reformieren. Also ich denke, man kann es natürlich reformieren. Es wird halt auf jeden Fall richtig schrecklich werden, wenn es jetzt reformiert wird. Die neue Regierung, wie sie jetzt auch immer aussehen wird, wird auf jeden Fall, wenn sie das jetzt wirklich will, ich weiß nicht, wie viel Nachdruck das Ganze haben wird, wird irgendeinen Weg finden, da ein grausiges, scheußliches, aber für die linksliberale Welt erträgliches Ding draus zu machen, das halt wirklich irgendwie tagsüber stattfindet, die Uniform vielleicht irgendwie am Kein richtiger Ende Stahlhelm ja mehr. kein Helm mehr, keine Gewehre geschultert, sondern irgendwie eine andere Uniform, am Ende irgendwie sogar eine bunte Uniform und nicht so marschieren, sondern irgendwie einen komischen Tanz aufführen oder was weiß ich. Am Ende machen die da irgendwie Breakdance. Ich kann mir alles vorstellen. Also da ist wirklich keine Grenzen gesetzt an Cringe, der da fabriziert werden kann. Insofern. Ich erinnere einfach nur mal an diese Transgender-Offizierin, die verabschiedet wurde, wo sie so ein Bundeswehrfahrzeug mit so Einhorn, Ja, zu so einem Einhorn umgebaut haben. ganz genau. Genau. Also da gibt es wirklich keine Grenzen der Fantasie, die man sich da setzen muss. Ich weiß es nicht, vielleicht jedes Gerät ist auch in Vergessenheit und man ändert da doch nichts dran, aber ich befürchte, dass es der letzte solche Zapfenstreich war. Ich glaube halt da immer noch, dass halt sowohl Bundeswehr als auch Polizei halt so diese Fraktionen sind, wo es halt sehr schwer wird, oder immer weiter schwer bleibt, dieses komische linke Weltbild durchzusetzen. Und ich denke, es stößt da auch starken Widerstand. Also, Ich meine, es ist ja, halt ich ein, ja, würde. es ist halt ein Widerspruch in sich. An sich möchte ja der linksliberale Zeitgeist, also damit meine ich jetzt nicht die klassische Linke, die kommunistische Linke, die war ja schon sehr militärisch auch in ihrem Gustus, aber die heutige, moderne, postmoderne Linke, die möchte ja Militär und Polizei eigentlich am liebsten überhaupt nicht haben. Macht
sich dessen aber dann doch zunutze, um ihre Agenda hier und da durchzusetzen, sei es jetzt im Land gegen Echte, dann will man doch, dass irgendwie die Hausdurchsuchungen durchgeführt werden und so weiter. Oder halt auch im globalen Kontext will man, dass die irgendwie Transgender-Ideologie auch nach Afghanistan gebracht wird. Übrigens, 900.000 Euro wurden allein für Gender Fluidity Information bla 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 in Afghanistan ausgegeben. Ja. Ist doch richtig und wichtig. Das ist halt einfach so völlig absurd. Da macht ja, man also einen Krieg. Nebenbei haben gemerkt, Angela Merkel hat jetzt auch dafür plädiert, die Finanzhilfen für Afghanistan beizubehalten, vielleicht aufzustocken, um Massenstromausfälle zu verhindern, während ihre eigene Energiepolitik in Deutschland halt die Diskussion jetzt hervorruft, wann es Blackouts gibt und wie man sich darauf vorbereiten kann und so weiter. Also, ja, entweder es gibt ja ein Blackout, weil das Netz zusammenbricht, oder die Energiewerke schalten dir einfach den Strom ab, weil du ihn dir nicht mehr leisten kannst. So. Ja. Choose one. Aber genau, soviel zum Zapfenstreich. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Alles gesagt. Nee. Das alles nächste gesagt. Thema wäre ein Roman. Ich glaube, da muss ich an dich abgeben, Friedemann. Genau, da müsste ich jetzt einen etwas längeren Monolog halten. Und zwar habe ich letztens tust. Einen Roman nicht gelesen, aber auf Hörbuch gehört im Auto. Von Wolfgang Schorlau. Der ist ein Krimi-Autor aus Stuttgart, glaube ich sogar, also ein Schwabe, der Krimis schreibt, die so politisch angehaucht sind, und er ist im weitesten Sinne so mittellinks und so ein Sozialdemokrat der 80er Jahre, würde ich sagen. Also er ist jetzt nicht so voll abgeholt, ganz vorne im postmodernen linken Spektrum, aber so diese typischen sozialromantischen Vorstellungen der alten Sozialdemokraten hat er und verarbeitet die da in seinen Büchern. Ich kenne jetzt nur ein Buch von ihm, nämlich Die letzte Flucht. Und das habe ich auch nur empfohlen bekommen jetzt im Zuge der Corona-Geschichte, weil das Buch von 2014 sich mit der Pharmaindustrie beschäftigt. Also das ist ein Krimi, da stirbt halt irgendjemand wird vergewaltigt, so das übliche Tamtam, Verfolgungsjagd hier und da. Ganz spannend, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Der spannende Teil aus dem Buch ist, dass dort ein Pharma-Referent entführt wird und über seine Arbeit ausgefragt wird. Oder nicht ein Pharma-Referent, sondern ein Pharma-Funktionär, also irgendein höheres geschäftsführendes Mitglied eines Pharmakonzerns namens Peterson & Peterson heißt das im Buch, also ein klarer Hinweis auf Johnson & Johnson. Wobei jetzt wahrscheinlich nicht wirklich davon ausgegangen werden kann, dass die Firma an sich da irgendwas zu bedeuten hat. Es geht einfach nur um die Branche an sich. Und dort werden halt dann Marketingmethoden wiedergegeben auf eine spannende Art und Weise, sodass man es sich halt auch durchliest oder anhört und nicht direkt gelangweilt ist. Die ich aber auch so schon hier und da mitbekommen habe, wie eben Firmen, die ein Produkt zu verkaufen haben, das in jedem Fall versuchen, an den Mann zu bekommen. Und da gibt es verschiedene Methoden. Am bekanntesten ist zum Beispiel die sogenannte Anwendungsbeobachtung. Da geht es im Prinzip, also die offizielle Geschichte ist, dass der Pharmaproduzent das vertriebene Medikament auch während der Verschreibung, also während es jetzt schon zugelassen und in Anwendung sich befindet, beobachten möchte und dafür die Ärzte bittet, einen Fragebogen auszufüllen bei jedem Patienten, der eben dieses Medikament verschrieben bekommt. Und dann werden die halt wieder eingesammelt, ausgewertet, Statistiken erhoben und so weiter und so fort. So, jetzt bekommt aber der Arzt für diese schwere Arbeit, da irgendwie 10 Kreuzer auf 2 DIN A4 Blätter zu setzen, oft eine sehr fürstliche Belohnung in Form von Geld zwischen 50 und einigen 100 Euro für ein so Papier. Und da wirft dann eben zum Beispiel die Frage auf, ja, warum
kriegt er jetzt da so viel Geld dafür. Und es deutet sich an, dass es hier eben nicht darum geht, tatsächlich Erhebungen über die oder Erkenntnisse über das Medikament zu bekommen, sondern dass es eine verdeckte Provisionszahlung an den Arzt ist. Je mehr er verschreibt, desto mehr solche Anwendungsbeobachtungen kann er abrechnen. Und da gibt es verschiedene andere Methoden eben, wie die ganzen Studien zustande kommen, dass die natürlich von den pharmazeutischen Firmen selbst finanziert werden, dann von irgendwelchen Instituten ausgeführt werden und diese Institute natürlich genau wissen, dass sie solche Aufträge nur dann bekommen, wenn sie auch entsprechende Ergebnisse liefern. Und so fast jedes Medikament irgendwo seine Zulassung bekommen kann und auch Verschreibungen findet. Die auf dem Markt der Medikamente gibt es ja zunächst keinen wirklichen freien Markt, da der Patentschutz das Medikament schützt. Das heißt, die Firma kann sich einfach irgendeinen Preis ausdenken und den muss dann die Krankenkasse eben bezahlen. Ob der irgendwie gerechtfertigt ist oder nicht, sei völlig dahingestellt. Danach 20 Jahren läuft das Patent aus. Dann können im Prinzip alle anderen dieses Medikament nachahmen und dann kommt es erst zu einem tatsächlichen, zu einer marktwirtschaftlichen Konkurrenz, also dass dann die Preise dadurch sinken, weil dann die Krankenkasse quasi in letzter Instanz auswählen kann, welches Medikament jetzt wirklich gekauft wird. In der Apotheke hat man vielleicht auch schon mal erlebt, man geht in die Apotheke mit einem Rezept und dann sagt irgendwie der Apotheker irgendwas von wegen, ja, sie kriegen jetzt hier dieses Generika und das ist dir eigentlich völlig wurscht. Aber dahinter steckt natürlich die Krankenkasse, die dir das billigere, oder die halt einen Vertrag hat, damit das billigere Medikament verschrieben wird. Und dann das ist natürlich dann für die Firma, die ursprünglich dieses Medikament vertrieben hat, schlecht. Und dann erfindet sie einfach ein neues Medikament mit der quasi gleichen Formel, nur einem minimal abgeänderten, aber wahrscheinlich meistens völlig irrelevanten, im besten Fall gleichwertigen, im schlimmsten Fall sogar schlechteren Wirkstoff. Und hat halt ein neues Patentrecht und kann hiermit dann wieder den Fantasiepreis verlangen. So viel zum Inhalt des Buches. Das sind so ein paar Stichpunkte. Also wer Lust hat, sich das durchzulesen, ist ganz spannend. Aber worum es mir jetzt eigentlich geht, ist... Der Punkt ist... Über die Hälfte der Zuhörer ich habe ausgeschaltet. Worum es mir jetzt eigentlich geht, ist, dass dieses Buch jetzt schon ein bisschen älter ist. Und damals, ihr wisst vielleicht auch noch, die Geburtsstunde des Herr Sonnenborn war doch quasi so ein Interview mit so einem Pharma-Referenten, den er bloßgestellt hat. Und damals war es völlig Mainstream in den öffentlich-rechtlichen und im linksliberalen Meinungskomplex Pharmaindustrie als etwas Böses anzusehen. Und zwar so böse schon, dass ich schon manchmal so gesagt habe, oh, jetzt wird aber ein bisschen übertrieben. Also klar sind das kapitalistische Unternehmen, aber ich unterstelle denen jetzt auch nicht jede Schweinerei. Da war ich dann sogar manchmal ein bisschen schon eher zurückhaltend diesbezüglich. Und dieses Buch wurde dann auch später verfilmt und hat lauter positive Kritiken bekommen. Ich habe viel gelesen, dass da deckt mal jemand das auf und was da für Korruption betrieben wird und so weiter und so fort. Und da müsste man mal was machen und verschiedene Zeitungsartikel, die das sehr positiv rezensiert haben, sowohl das Buch als auch den Film im ZDF. Und ich dachte so, ja, das könnte ich mir heute nicht mehr vorstellen. Jetzt ist es aber so, dass dieser Film, und so bin ich eigentlich auch dann darauf gekommen, jetzt erst kürzlich wieder als Wiederholung auf ZDF ausgestrahlt wurde, dann auch nochmal irgendwie in so einem Bericht irgendwie so um das Thema allgemein gab. Der Film, also Die letzte Flucht, ist jetzt auch in der ZDF-Mediathek abrufbar, man kann ihn sich anschauen. Dann gab es irgendwie im Deutschlandfunk noch eine Reportage darüber. Da kannst du es dann jetzt auch als Hörbuch noch anhören, oder zumindest zusammengefasst. Und ich denke mir so, wie kann das sein, dass im Impfpflichtsjahr 2021 so ein Film, so ein Buch wieder in die Öffentlichkeit kommt von den öffentlich-rechtlichen Medien? Ich hätte erwartet so, dass das, wenn es jetzt nicht irgendwie
schlecht geredet und dagegen gesprochen wird, das sei doch Verschwörungstheorie, dass es dann zumindest einfach totgeschwiegen wird und versucht wird, in der Schublade zu vergraben. Nein, man packt es einfach ganz offen wieder aus. Und die einzige Erklärung, die ich dafür jetzt mittlerweile habe, weil ich es eben nicht verstehe, ist, dass der Bundesbürger schlichtweg nicht zu dieser Transferleistung fähig ist. Die Übertragung von dieser allgemeinen Erkenntnis, dass im Pharmabetrieb sehr viel auf Profit und nicht so viel auf Gesundheit geachtet wird, genauso jetzt auf die Impfkampagne anzuwenden ist. Und dass den Leuten einfach nicht, dass an den Leuten einfach vorbeigeht. Also ansonsten verstehe ich das nicht. Ja, wieso? Sie gucken irgendeinen Bericht darüber, dass irgendwas kritisches oder was weiß ich und denken, ja, cool, wir sind kritische Bürger und dann gucken sie halt hier die Nachrichten, wie heißt das? Tagesschau. Heute-Journal oder Tagesschau, ja, und denken sich, ja, die haben ja voll recht, ja, richtig gut. Also es ist halt, ich weiß nicht, warum es dich immer noch erstaunt. Aber wie heißt das Buch nochmal? Die letzte Flucht von Wolfgang Schorlau. Ja, also das war, ich meine, mich haben schon viele Sachen erstaunt, aber in diesem Fall ist es irgendwie so direkt die Verbindung. Du musst dich wirklich nicht, du musst keine großen kognitiven Strapazen auf dich nehmen, um diese Transferleistung eben zu tätigen. Und bei Transferleistung werden bei mir einfach richtige Vietnam-Flashbacks ausgelöst aus der Schule. Ja, das ist jeder Lehrer immer gesagt hat, es geht mir um eure Transferleistung. Ja, genau, das ist eigentlich das, was quasi im Abi. Ihr müsst nicht auswendig lernen. Das ist das, was das Abi sozusagen ausmacht, so laut Lehrer zumindest. Ja. Genau. Dass du lernst, erlangtes Wissen auf neue Fragestellungen anzuwenden. Stefan, bist du eigentlich noch da? Ja, ich bin noch da. Ich schaue mir gerade die Amazon-Beschreibung an zu Die letzte Flucht. Wir sind bestens vorbereitet, liebe Zuhörer, wie ihr, wie ihr euch natürlich immer drauf verlassen könnt. Ja, du brauchst den Zuschauer gar nicht ansprechen. Ist eh keiner ich glaube, mehr es da. Ist keiner mehr da, ja. Aber ja, also tatsächlich, okay. Teilweise wir müssen so ein Timestamp, sobald Anton anfängt zu reden, machen wir so ein Timestamp. Man kann jetzt überspringen. Wenn es zu Ende ist. Einfach nur noch so bis zu seiner, worum es mir eigentlich geht, da geht es dann weiter. Ja, das wäre tatsächlich eine Idee für die Zukunft. Genau, und insofern auch jetzt, ich habe jetzt sozusagen mittlerweile dadurch, also nicht unbedingt dadurch, aber so mein Punkt oder meine Position zu der Impfung an für sich ist jetzt sozusagen zwischen den schlimmsten Befürchtungen, dass da der Giftstoff oder das Mikrochip oder was auch immer drin steckt, bis hin zu, das ist das Wundermittel, das uns alle retten und heilen wird, sehe ich sozusagen bin ich jetzt mittlerweile so der Auffassung, ja, es ist eigentlich wahrscheinlich gar nichts allzu Spezielles da drin. Es ging den entsprechenden Firmen einfach nur darum und sie hatten halt einfach diese einmalige Chance, so viel Zeug zu verkaufen wie in Jahren, nicht? Und der Staat kauft ihnen alles ab, egal was drin ist. So. Ja, und packt einfach irgendeinen Schrott zusammen. Fällt irgendeine Studie so hin, dass halt gerade irgendwie so halbwegs glaubwürdig ist, dass das wirkt. Und dann klingelt die Kasse. Ja, und wenn der Staat natürlich noch derartige Maßnahmen erlässt, ohne da irgendwelche Preisdeckel oder was weiß ich einzuführen, kann sich die Pharmaindustrie dann auch noch über den Privatbürger eine goldene Nase verdienen, wenn man jedes Mal irgendeinen Kack-Test machen muss, um über Lebensmittel überhaupt einkaufen zu können. Ja, sehr cool, ja. Ja, danke dafür, Merkel. Danke, Merkel. Danke, Merkel. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich weiß nicht, ich hätte jetzt keine weiteren Anmerkungen zu diesem ausschweifenden Monolog von Friedemann. Gut. Ich möchte, dass Friedemann noch von ein paar Büchern erzählt, bitte, die er in letzter Zeit gelesen hat. Gut, du kannst jetzt noch von Banksy erzählen. Ich weiß nicht genau, worauf du damit hinaus willst. Also ich gut, nur neulich Banksy erzählt, ist ja, dass, ist, gut. Hattest du das im Podcast erzählt oder hast du das offline erzählt? Nee, ich habe das offline. Er hat das offline erzählt. Und jetzt erzähl, Sepp, erzähl. Ich habe einfach nur erzählt, dass Banksy, der ist ja ein relativ bekannter Künstler, natürlich auch im
sehr links eingestellt, wie sich dann später herausgestellt hat. Eigentlich war es ja so ein Street-Art-Künstler, der mittlerweile aber irgendwie Geld gespendet hat, richtig viel an so eine Flüchtlingsorganisation. Hat, glaube ich, auch so ein eigenes Flüchtlingsboot, Schlepperboot gechartert oder so, ich weiß gar nicht mehr. Aber soweit ich weiß man auch immer noch nicht, wer er wirklich ist. Wie auch immer. Von ihm wurde ein Bild versteigert und erwartungsgemäß wurde es sehr, sehr hoch versteigert. 1,2 Millionen Pfund. Genau. Und in dem Moment, in dem es versteigert wurde, hat das Bild plötzlich angefangen, sich selbst zu schreddern. Genau. Was sehr witzig war. Leider hat aber das Schreddern nicht funktioniert und hat auf der Hälfte aufgehört. Da habe ich damals schon, als wir zusammen saßen, gesagt, dass das wahrscheinlich tragischerweise das Bild noch viel wertvoller gemacht hat. Was jetzt auch wahr ist, aber wo ich sagen muss, ich glaube nicht, dass es was geändert hätte oder es wäre nicht ganz so optimal gewesen, wenn es komplett geschreddert worden wäre. Aber auch dann hätte man halt irgendwie den Rahmen und irgendwie die Schale mit den Schnipseln darunter irgendwie noch als Kunstwerk weiterverkaufen können. Also es wäre auch dann noch zu dieser Wertsteigerung gekommen. Aber also was jetzt passiert ist, um es noch kurz zu beenden, diese Geschichte 2018 wurde eben das Bild bei der Auktion geschreddert. Jetzt vor ein paar Tagen wurde das Bild erneut versteigert. Also der damalige Käufer hat es jetzt wieder zur Versteigerung gebracht und es wurde in London bei Sotheby's für 16 Millionen Pfund versteigert. Genau, das 13-fache des damaligen Preises, also jetzt in 3 Jahren quasi verdreizehnfacht der Wert. Also quasi sehr gute Rendite erzielt der damalige Käufer. Ja, und lass mich raten, das Gemälde oder dieses Bild oder was auch immer ist wahrscheinlich nicht mal eine Rolle Klopapier wert. Ja, jetzt ist einfach quasi in welchem, da musst du jetzt halt befinden, wie du jetzt wert ist, dass das, was jemand dafür bezahlt und jemand hat 16 Millionen Pfund dafür bezahlt. Insofern ist es im Prinzip das. Nein, ich glaube, das ist eben genau der Preis, diese 16 Millionen Pfund, aber der Wert könnte man wahrscheinlich objektiv irgendwie messen. Ich sitze jetzt zu Hause und trinke ein Bier. Ich habe jetzt nicht irgendeine Formel bereit, wie man den Wert von Kunst objektiv bemessen kann, an einem Parameter, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall kein objektives Maß. Du kannst ein ästhetisches Maß ansetzen und sagen, dieses Gemälde hat für dich keinen Wert, weil du es irgendwie hässlich findest oder überhaupt den Künstler nicht gut findest. Oder du nimmst den marktwirtschaftlichen Wert und der ist eben jetzt, hat sich jetzt dort auf dieser Auktion als 16 Millionen Pfund herausgestellt. Es ist nicht völlig degeneriert. Es ist ein kleines BDM-Mädel, was einem Luftballon den Hitlergruß zumacht. Das lässt den Luftballon steigen. Also das Bild ist jetzt nicht hässlich, aber ich sehe es jetzt auch nicht als große Kunst an. Aber auf was ich hinaus wollte. Mal wieder. Damals im Jahr 2018, als es eben zum ersten Mal versteigert wurde und geschreddert wurde, hat sich dann eben Banksy geäußert und gesagt, dass dies eine Kritik am Kunstmarkt und am Kapitalismus sein soll, also dieses Schreddern des Bildes. Damit wollte er Kritik am Kunstmarkt, der eben so kapitalistisch ist und so spekulativ ist und so verrückt hohe Summen für Kunstwerke bezahlt, um damit eben später durch die Wertsteigerung noch mehr Geld zu machen und es hier gar nicht mehr um die Kunst geht. Das war, hat er so in der Art ausgedrückt und hat das Bild dann eben umbenannt in Love is in the Bin, also so viel wie Liebe ist im Eimer. Und wollte Kritik am Kapitalismus üben. Und jetzt ist das eben das ist quasi das perfekte Beispiel, wie das System, das liberal-kapitalistische System, jede Kritik an sich direkt wieder einsaugt und in sich einbindet, inkorporiert und wieder zu einer eigenen Stärke umwandelt, weil dieses Werk der Kritik hat jetzt die beste Rendite erzielt innerhalb der 3 Jahre, die du mit Kunst wahrscheinlich hast erzielen können. Ja, und da komm, also erzähl mir doch nichts. Ein Haufen Schinken redet der da.
ein Künstler, ja. Ein verdammter Künstler will den Kapitalismus kritisieren. Ja, Künstler können seit eh und je nur überleben. Das war schon immer so. Die können einfach nur deswegen überleben, weil Mäzen und reiche Leute denen Geld geben und die überhaupt durchfüttern, weil diese unnützen Saftsäcke sonst eben überhaupt nichts können. Und heute ist einfach noch viel. Ja, gut, heute ist einfach noch durftest viel den Kapitalismus verrückter. Nicht kritisieren, wenn du arbeiten gehst, ja, und damit unterstützt. Also, es doch. Moment. Also, es ist doch, nein. Es ist blöd. Blödsinnig, ein Kunstwerk zu versteigern für 1,3 Millionen. Und, okay, ich weiß das jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, die Kohle sehr wohl dann noch zu nehmen und dann zu sagen, oh, ich übe Kritik am Kunstmarkt und am Kapitalismus. Das ist also, genauso jetzt, glaubwürdig, seine, ist genauso glaubwürdig wie die Grünen, wo auch immer wieder Kritik am Kapitalismus üben, aber ihre also er Politik ist ja nicht darauf bekannt geworden, weil er Bilder verkauft hat, sondern weil er Graffitis gesprüht hat an Wände, die eben als Kunst dann interpretiert wurden. Ja. Und ich glaube nicht, dass er oft, ich glaube, also ich weiß tatsächlich nicht, aber so wie ich das weiß, ist es jetzt nicht so, dass er regelmäßig Bilder verkauft oder sowas. Also an Geld, sagen wir so, an Geld mangelt es ihm sicherlich nicht. Er ist jetzt nicht irgendwie so der arme Van Gogh, der sich dann irgendwie aus Verzweiflung das Ohr abschneidet. Oder war das überhaupt so? Oder war der das? Keine Ahnung. Ich finde, Van Gogh hat sich das Ohr Van Gogh hat sich das Ohr abgeschnitten, nicht? Weil er einen Tinnitus hatte. Achso, ja, war der aber nicht auch völlig verarmt und... Ja, wahrscheinlich. Ja, aber warum sollte sich jemand, weil er arm ist, das Ohr abschneiden? So? Hey, schaut her. Okay. Aber, ey, übrigens, das Bild Love is in the Bin hängt seit 2019 als Dauerleihgabe in der Staatsgalerie Stuttgart. Tatsächlich. Also, falls man es sich ja, noch gut, aber aktuell will. Ist es jetzt in London. Insofern ganz, wenn man jetzt direkt loszieht, wird es nicht mehr gehen. Damit ist Stuttgart nicht attraktiver geworden als Ausflugsziel. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt bei diesem Künstler sind, leiten wir doch noch kurz rüber zu einem gewissen Gil Ofarim und dem David-Stern-Skandal in Leipzig. Punkt zu Ende machen. Ja, stimmt, ist aber gut. Lass mich noch kurz den Punkt zu Ende machen. Es macht schon einen Unterschied, ob jetzt Banksy jetzt wirklich ehrlich Kritik üben wollte oder aber einfach nur selber Geld machen will und ein falscher Kritiker ist. Das will ich jetzt nicht beurteilen und das tut auch gar nichts zur Sache. Wichtig ist tatsächlich, dass wenn du im liberal-kapitalistischen System Kritik übst, das System perfekt darin ist oder einfach eine unglaubliche hohe Kompetenz darin hat, deine Kritik einfach wieder einzuverleiben und mit in das System einzusaugen. Man kann sagen, wenn du im Sozialismus früher Kritik künstlerisch am Sozialismus geübt hast, dann kam halt die Stasi und kamst ins Gefängnis. Und jetzt wirst du reich. Und wenn du im liberal-kapitalistischen Kritik übst, Kritik übst, wird dein Werk für 16 Millionen versteigert. Und ja, aber kann halt sein. Kann sein, natürlich nicht jeder Kritiker, aber die Schwierigkeit ist jetzt tatsächlich, wie gehen wir damit um? Weil es gibt jetzt schon Leute, die dann sozusagen das krasse Gegenteil einnehmen und sagen, jeder, der irgendwie jetzt Geld überhaupt für seine Kunst will, macht sich schon wieder zum Büttel des Systems. Das heißt, jetzt irgendein rechter Künstler, zum Beispiel Wolf PMS oder so, der macht ja auch irgendwelche Kalligrafien und so weiter. Und sobald der jetzt irgendwie Geld dafür verlangt, dann guck, er ist doch auch nur ein Kapitalist, der will ja seine Kunst auch verkaufen. Wenn er wirklich ein Kritiker und Künstler wäre, dann würde er das so machen. Aber damit schließt du dich ja wieder selber aus dem Leben aus, weil dann, irgendwo musst du Geld herkommen. Also, warte mal kurz, ich glaube, wir müssen an der Stelle mal kurz einen Punkt setzen, weil was du hier gerade beschreibst, ist nämlich der Zustand des Systems von Antifragilität, wo Johannes Pönsken einen sehr guten Artikel bei der Sezession geschrieben hat. Und aktuell ist das ja der große Diskussionspunkt auch zwischen Otto Illner und Schattenmacher. Der hat gestern gerade sein Antwortvideo auf Otto Illner veröffentlicht. Das habe ich noch nicht angehört. Solltest du dir anschauen. Aber auf jeden Fall, ich glaube wirklich, wir sollten hier mal kurz einen Punkt setzen, weil die Debatte liberales System, wie es die Angriffe abfedert, Antifragilität, Weg in die Zukunft, Widerstand und so, das ist ein Fass ohne Boden. Also. Ja, dafür haben wir die Labersendung. Die Labersendung. Die Labersendung haben wir eben nicht. Köpfe es besser formulieren. Genau. Die Labersendung haben wir nicht, weil wir hier klug sein wollen, sondern weil wir hier einfach labern wollen, ohne tiefbringende Analysen. Und eben, da könnten wir noch kurz rüberschwenken zu diesem köstlichen Vorfall mit
Gililil Ofarahami Berg, was weiß ich. Nee, natürlich ich habe noch nie von dem Typen gehört. Gilim Ofarim. Ja, ich auch vorher nicht, aber jetzt schon. Der Typ, ja, jetzt halt, okay. Das ist der Typ, der halt wegen einem, wo in ein Leipziger Hotel ging und unglaublich, ja, sein Judenstern hing raus. Und dann wurde ihm gesagt, sie müssen den Judenstern einpacken. Ja, man könnte auch hier sagen, das ist doch ein Weg zum Positiven. Ja, früher mussten sie ihn präsentieren, jetzt sollen sie ihn einpacken, ja. Also doch ein klarer Schritt Richtung Integration. Nee, auf jeden Fall deswegen in einem Leipziger Hotel hat dieser ganze Vorfall stattgefunden. Und natürlich, der Typ ist auch so eine Schlange, der halt einfach irgendwie eine CD verkaufen will und ein bisschen mediale Aufmerksamkeit darüber generieren, weil er genau wusste, wie er den Schuldkomplex triggern kann. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe keine Sekunde dieser Geschichte geglaubt. Wo ich das gelesen habe, Antisemitismus. Und ich kurz geschaut habe, was ist das für ein Hotel? Okay, es ist nicht die hinterletzte Spelunke irgendwo in Leipzig. Habe ich einfach gedacht, ja, komm, erzähl mir doch nichts. Also, wenn man mit Leuten zu tun hatte, mal die in einem Hotel arbeiten oder Hotelfachrichtung studieren, irgendwas, dann weiß man auch, wie sehr die auf sowas getrimmt werden. Ich habe also keine Sekunde daran geglaubt, aber ich fand es umso amüsanter, wo das jetzt rausgekommen ist. Genau, ja. Das Mädel, das ist so ein junges Mädel, die sieht überhaupt nicht nach einer aus, die jetzt in diese Richtung irgendwie ticken würde. Tut mir leid an alle, die einen Treadwife suchen, aber die ist. Ja, gut, da gibt's auch spanisches Gegenbeweismaterial von den Phalangelisten, aber sagen wir es mal so, ich habe da keine Sekunde dran geglaubt, aber ich fand es köstlich, wie jetzt einfach durch und durch halt rausgekommen ist. Ja, er hat halt einfach gelogen, weil. Natürlich wird jetzt auch wieder trotzdem gesagt, ja, es war trotzdem wichtig, Solidarität zu zeigen, bla bla bla. Ganz vorne der durchschnittliche Schlag. Wobei er es ja selber eingesehen hat, er hat ja unter seinen eigenen Tweet geschrieben, did not age well. Also. Ja, aber auf jeden Fall, aber sie halten halt ich glaube, ich fand ja, natürlich. Natürlich tun sie das. Aber ich finde auf jeden Fall, der Vorfall ist einfach köstlich, weil das, was beim Normie hängen bleibt, ist einfach, aha, okay. Also Antisemitismus, heikles Thema und offenbar wird das gerne instrumentalisiert. Damit ja, was schleift ja auch, sich die Keule selber. Was ja auch gerade jetzt der Prozess stattfindet, ist doch über diesen Jogger in den USA. Witzigerweise auch über den anderen Jogger. Aber den Jogger meinte ich gar nicht, sondern über den anderen Jogger, der wirklich Angriff joggen von, war. Es ist doch der wirklich joggen war. Ja, der Jogger, über den gibt es auch einen Prozess. Ja, der Jogger, über den gibt es jetzt auch den Prozess. Aber es gibt auch den Prozess über diesen Jogger, der so einen Angriff von Trump-Anhängern auf sich selbst gefaked hat. Das war schon irgendein Bekannter, ich weiß nicht wer, irgendein Promi, Schauspieler, Musiker, Rapper, schlag mich tot, keine Ahnung, der eben diesen so einen Überfall gefaked hat von irgendwelchen Typen mit Maga-Heads, die dann Maga gerufen haben und sowas. Und dann kam halt heraus, dass er irgendwelche Kumpels, die auch alle Jogger waren, halt überredet hat und es halt gefaked hat. Und von dem ist jetzt auch der Prozess. Und es geht halt wieder in diese Richtung. Und da kommt ja auch eben auch das, was der Shahak Shapira. Ja, was der halt geschrieben hat, so er kann sich nicht vorstellen, warum man das faken sollte. Ja, er kann sich es nicht vorstellen. Und genauso kann ich mir auch nicht vorstellen, warum irgendjemand jetzt sagen sollte, pack deinen David-Stern weg, was hat man denn davon? Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum jemand diesen Skandal faked, weil es doch ganz offensichtlich ja, ist, eben, dass genau. Man mit sowas Aufmerksamkeit und am Ende auch eben für seine Tournee, also ich will dir jetzt nichts unterstellen, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Probleme auf unserer Seite bekommen, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass Leute allgemein sich zum Opfer eines Skandals in Szene setzen, um dann davon ganz schnöde finanziell zu profitieren. Ja, auf jeden Fall. 100% ist es möglich, dass das Leute machen, also eh. Aber ja, was ich meine, es ist ja nicht der einzige Fall, ja, wo sowas stattgefunden hat und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich gigantisch. Ja, es gab schon etliche, ja, die entweder Anschläge auf sich und Beleidigungen gegen sich, irgendwelche gefälschten Hakenkreuze, irgendwelche ich vergesse so Zeug immer schon wieder. Es geht wirklich so auf Twitter ins eine Auge rein, aus dem anderen Auge wieder raus.
Gibt es diese Redewendung? Ja. Nee, das ist halt mit den Ohren, aber ist auch gut. Neu kreiert. Gut. Weg von den Künstlern zu den Politikern. Wir hatten okay, ja die Prognose erstellt, oder ich hatte die Prognose erstellt, ich nehme die Schuld auf mich, dass es wieder eine große Koalition geben wird, aber andersrum halt mit SPD-Kanzler. Und ja, das aged bad. Also ich hab mich wohl geirrt, es gibt es doch, es scheint doch auf eine Ampel hinauszulaufen. Ja, aber damit war wirklich nicht zu rechnen, oder? Ich hatte nicht wirklich damit gerechnet. Ich dachte nicht, dass sich die FDP so billig verkauft. So. Nee. Kein Tempolimit, okay, da sind wir allen dabei. Ja, aber Punktesystem für Einwanderung wollen sie doch jetzt machen, oder? Ja, das heißt aber eigentlich nur ich mehr Einwanderung. Weil Asyl bleibt ja immer noch. Also Asyl mit jeglicher Begründung, auch wenn es nur ist, will nicht ja, heim. Aber die Frage ist ja, was heißt Punktesystem? Ja, Punktesystem heißt halt auch, dass du zusätzlich neben dem Asylrecht auch noch aufgrund von Qualifikationen, die dann... Ja, weil die Einwanderer aus der EU hast du ja eh schon auch. Ja, aber das halt noch außerhalb der EU. Ja, genau, ja. Ja. Ich meine, das ist das von manchen AfD-Teilen ja auch so hochgelobte Kanada-System, ja. Das ich überhaupt nicht gut finde, weil das im Endeffekt führt das nur zu mehr Einwanderung. Was nur die bisherigen Fluchtilanten plus noch die gut ausgebildeten Inder und Chinesen. Ja, und halt vor allen Dingen hast du halt irgendwelche Einwanderer, die halt wahrscheinlich selber eher sehr globalistisch eingestellt sind. Das ist ja auch einfach. Das ist ja dieses vermeintlich integriert. Das ist halt gut integriert in unser kapitalistisches, globalistisches System. Ja, entweder hast du die Vollglobalisten, die selber quasi so die auf dem Flughafen leben, so mehr oder weniger. Oder du hast so die wirklichen Arbeitsmigranten, die schon an ihr Heimatland gebunden sind und halt herkommen, um hier Geld zu verdienen, aber die... Aber die kommen ja nicht übers Punktesystem rein. Doch, da gibt es auch einige. Gerade gibt es viele Pakistani, hatte ich auch an der Uni schon viele kennengelernt, die gerne über so ein Punktesystem nach Deutschland kämen, die auch schlau und gut ausgebildet sind. Die haben alle irgendwie Maschinenbau oder Elektrotechnik studiert. Von denen gäbe es einige und die sind sehr patriotisch, gerade die Pakistani. Ja. Aber, ja, was hilft uns? Ja. Es tut mir also leid. Die Frage bei der Ampelkoalition, um jetzt mal kurz auf das eigentliche Thema zurückzukommen, ist eigentlich nur, ob man sozusagen Fatalist ist oder nicht. Also, hättet ihr lieber die Ampelkoalition oder hättet ihr lieber gleich Rot-Rot-Grün total... Lieber, total lieber totaler gehabt. Untergang, weil besser, es ist eindeutiger und die ganzen antirechten Sachen werden auch trotzdem kommen. Also dann lieber mit viel Kraft in den Abschluss. Ich habe gerade, also an der jetzigen Koalition finde ich insbesondere gefährlich, dadurch, dass die CDU nicht mehr mit in der Regierung ist, dass die CDU jetzt halt 4 Jahre Zeit hat, sich wieder als die konservative Kraft zu ja, genau alles das befürchte ich auch. Wenn nur März oder wer es dann auch immer sein wird, dann wieder ins Kanzler ankommt, dann wird wieder alles gut werden. Oder Söder, ja. Oder keine Ahnung, wer sich da jetzt hochrangelt. Das ist jetzt insbesondere die Gefahr. Darum hätte ich eigentlich lieber irgendwie schwarz, gelb, grün oder rot, schwarz oder so gehabt, dass die CDU auf jeden Fall in Regierungsverantwortung bleibt und sich nicht irgendwie am Ende rausreden kann. Also ich ja, muss so oder so wird nach der Ampel links abgebogen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke so oder so, was jetzt Ampel oder Rot-Rot-Grün oder was auch immer, es spielt keine Rolle für die Projekte gegen rechts, es spielt keine Rolle für den Kampf gegen rechts. Für die großen Geschichten spielt es keine Rolle, es sind dann eben so Kleinigkeiten genau, deswegen, wie Tempolimit, ja oder nein. Deswegen habe ich es einfach auch nur so nebenbei mal kurz ein bisschen mitverfolgt. Ja gut, Wahlalter dann ab 16 ist schon gar nicht mal so klein, weil das sind halt ein... Das ist ein wichtiges Thema, ja. Also gut wäre es ja in Sachsen, muss man sagen, wenn da schon die 16-Jährigen wählen könnten. Was mich natürlich zum Punkt noch kurz bringt, nämlich statt jetzt hier über irgendwie diesen ganzen Polit-Talk, wo sowieso ja irrelevant und meistens Wortphrasen sind, könnten wir da kurz einhaken zum Thema, sollte man denn überhaupt wählen? Weil tatsächlich auch in unserem Umfeld gute Freunde sind, wie Illner über Schattenmacher sagt, geisteskrank geworden und haben einfach gesagt, sie wählen jetzt nicht. Mit den Gründen, das System zu delegitimieren,
dass sie nicht mitmachen wollen, aber... Bekanntlich delegitimiert sich ein System, wenn die Leute nicht wählen. Genau, das ist... Das hat noch niemand gejuckt, wenn die Leute nicht wählen. Das ist genau wie man in Amerika den Trump, also den Faschismus, abgewählt hat, ja. So funktioniert natürlich Faschismus. Man kann hingehen, seine Stimme geben. Ha, das war's, Hitler. Du bist abgesetzt. Ja, also ich hatte mal in... damals noch zu meinen eigenen YouTube-Zeiten auf dem Among the Runes-Kanal so ein Video hochgestellt. Da ging es darum, da hatte ich so einen Vergleich mit der Wippe gemacht. Du hast wie so eine Kinderwippe. Und je weiter außen du sitzt, desto mehr Gewicht hast du. Es sei denn, du sitzt so weit außen, dass du quasi nicht mehr auf der Wippe sitzt, sondern nebendran sitzt, dann hast du wieder kein Gewicht. Und wenn du irgendwo in der Nähe des Angelpunkts sitzt, hast du sehr wenig Gewicht. Und so, das finde ich ein ganz gutes Bild für deine Stimme, wie du die platzieren kannst. Wenn du sie nah am Zentrum platzierst, dann hat sie recht wenig Gewicht. Dann ist es irgendwie fast egal, ob du da jetzt ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts wählst. Darum, wenn du eine bestimmte Richtung anstrebst, nach rechts und nach links, dann solltest du deine Stimme so weit außen wie möglich setzen. Aber so, dass sie noch auf der Wippe ist und nicht außerhalb. Das heißt, jetzt auf unserem, wo ist die Wippe? Die Wippe, könnte man sagen, ist das Parlament, also dass deine Stimme halt noch ins Parlament reinkommt, also du eine Partei wählst, die noch reinkommt. Oder wenn man die Wippe größer fasst, dann in die Parteienfinanzierung. Und darum würde ich empfehlen, dass du deine Stimme so setzt, dass sie möglichst weit außen ist, entweder noch gerade noch im Parlament, das heißt AfD, oder halt gerade noch in der Parteienfinanzierung, das heißt eine der anderen rechten Splitterparteien, die halt da irgendwie noch rumkrebsen. Okay, starker Appell, Friedemann. Also ich kann niemandem verübeln, der sagt, die AfD, die kotzt ihn an, er wählt jetzt irgendwie eine der kleinen rechteren Parteien. Dann würde ich aber halt schauen, dass ich eine wähle, die im Parteienfinanzierungssystem ist, sodass sie noch ein bisschen Gewicht bekommt, die Stimme, und da die nicht irgendwie komplett VS durchsetzt ist. Ja, also wirklich sehr gut zusammengefasst, finde ich auch, ja. Ich meine eben, man kann seine Stimme abgeben. Es ist halt auch einfach kein Aufwand. Es ist ein 5- oder 10-minütiger Aufwand, kurz zu wählen. Und damit vielleicht unterstützt man ja tatsächlich gerade die rechte Partei, die AfD zum Beispiel, wo vielleicht Fördergelder bekommt, vielleicht sogar einen Direktmandat, einen guten Mann, wie Gunnar Lindemann zum Beispiel, der dann halt auch wirklich was Sinnvolles je nachdem macht mit den Mitteln, die ihm zukommen. Gunnar Lindemann muss einfach im Bundestag das nächste Mal. Also. Ja, aber der soll aufhören, Döner zu essen. Ja, das war schlecht, ja. Das war schlimm. Das hat mich enttäuscht. Ja. Aber... Ja, also gut. Finde ich schön, dass wir uns da alle einig sind. Mit, weil eben, es ist irgendwie, man wird keine Entscheidung an der Wahlurne erzwingen können. Ja, stimme ich absolut zu. Man wird auch nicht den Karren aus dem Dreck rausziehen können, in dem sich Europa befindet, in dem man seine Stimme abgibt. Aber es ist halt einfach ein Minimalaufwand und es kann eigentlich noch im besten Fall, oder es kann eigentlich allgemein nur etwas Gutes, je nachdem, dabei rauskommen. Ja, es kann nicht schlimmer werden. Genau, es gibt nichts zu verlieren, wenn man jetzt die AfD wählt oder sonst irgendeine Partei. Es ist eine reine Frage. Und irgendwelche Delegitimierungen durch Nichtwählen oder durch ungültig wählen oder was die Leute da für Ideen haben, das funktioniert nicht, das interessiert niemanden. Ob dieser graue Balken rechts größer oder kleiner ist, das hat noch nie irgendwo was bedeutet. Und es hat eben eine Auswirkung, und wenn es nur die Symbolwirkung hat, wenn die AfD viele Stimmen bekommt. Ja, allein schon dadurch wäre es ein metapolitischer Erfolg, um hier einen gewissen Herrn aus Wien zu zitieren, weil dann die Parteien sich ja dann nach rechts anbiedern müssten, das Overton-Window verschoben zu werden. Ja. Gut. Dann war's das mit dem Gelaber. Moment, mein letzter Punkt. Eigentlich wollte ich den noch bei den Künstlern unterbringen, aber wie immer hatte Friedemann einen solchen Redefluss. Ich kam nicht mehr dazwischen, um ihn zu unterbrechen. Chris Ares. Nein, Cringe Ares ist vielleicht wieder Thema an einem anderen Tag. Ich habe tatsächlich noch den James Bond Film mir reingezogen. Wir werden wahrscheinlich auch eine Besprechung mit Volker Zierke, dem Autor von Enklave, Volker Zierke, die besten 120 Seiten meines Lebens, werden wir vielleicht noch, wenn es passt, mal schauen. Wer von euch hat das Buch gelesen? Ich habe jetzt,
Ich habe es natürlich gelesen, ja. Aber jetzt halt, bevor du mich wieder unterbrichst, auf jeden Fall, vielleicht gibt es ja noch eine Besprechung mit Volker über James Bond. Ich wollte zuerst eigentlich den Streifen boykottieren, weil von Anfang an da, im Gegensatz zu Wahlen, nützt Boykott nämlich etwas. es war ja schon von Anfang an klar, dass das jetzt der letzte Streifen wird mit Daniel Craig in der Hauptrolle des James Bond und dass halt die Diversity-Schraube rangenommen wird und eingebracht wird. Und dann wollte ich ihn eigentlich boykottieren und mir gar nicht erst anschauen, weil ich mir schon vorstellen könnte, wie es etwa aussehen wird. Allerdings hat dann Greg Johnson von Countercurrents und Richard Spencer, die haben beide Rezension dazu geschrieben und haben gesagt, der Film sei recht gut geworden. Ich glaube, Spencer hat sogar dazu geschrieben, vielleicht der beste Bond, den es je gab. Dann habe ich gesehen, wie die Filmanalyse von Wolfgang Schmidt, wie er drüber herzieht, über einen heulenden Bond und ja, jedes Mal eigentlich, wenn Schmidt über dieser Champagner-Prolet über irgendwas herzieht, ist es ja eigentlich immer ein guter Indikator dafür, dass man sich mal anschauen sollte. Und weil ich dann sowieso einen Test machen musste für eine Feier, habe ich gedacht, im gleichen Atemzug könnte ich ja dann gleich mir noch den neuen James Bond anschauen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bereue es überhaupt nicht. Ja, also ich denke halt auch, dieser Diversity-Kram kommt man gar nicht mehr drum herum in der Filmindustrie und in Hollywood aktuell. Wer dazu Näheres wissen will, unsere letzte Folge anhören. Man kommt darüber gar nicht mehr so wirklich drum herum und deswegen finde ich es eigentlich gut, weil die Macher haben es im neuen James Bond zwar eingewoben, aber auf ein absolutes Minimum runtergebrochen. Und was halt auch noch so gut war, ist halt einfach, dass die Joggerin Nachfolger von James Bond halt einfach so unglaublich arrogant, völlig unrealistisch und mühsam und nervig rüberkommt. Und sonst muss ich eigentlich sagen, die Story vom Plot her ist auch der längste James Bond, den es je gab, mit irgendwie 136 Minuten. Fand ich doch durchaus einen Kinobesuch mal wieder wert, wodurch ich meine Aussage von der letzten Folge auch wieder revidieren müsste, dass es sowieso nichts Sehenswertes mehr gibt. Also, wenn ihr sowieso auch gerade einen Test macht und oder was weiß ich. Oder Chat oder gelesener sonst, seid wie ich. Ja, oder das. Oder sonst einfach mal irgendwie Bock habt. Ich muss wirklich sagen, den Bond finde ich wirklich, kann man sich wirklich reinziehen. Ist ganz gut geworden, ja. Mag einfach Daniel Craig nicht. Aber was, bist du schwul, behindert? Daniel Craig ist der beste Bond, den es je gegeben hat. Nee, einfach nicht. Der doch. Hat einfach nichts, was mit James Bond zu tun was? Hat. Doch, eben schon. Ist einfach absolut. Ein absolut emotionsloser russischer Auftragskiller. Was? Genauso was super. Redest du für einen Blödsinn? Nee, es ist halt James genau Bond. So. Nein. Dann schau dir den neuen Film an und auch die letzten. Das war ja jedes Mal ein Liebesdrama sondergleichen. James Bond ist ja. Ja, ich fand die alle scheiße. Daniel Craig. Ja, komm, ich finde dich auch scheiße. Nee, also wirklich, Daniel Craig finde ich eben so ein geiler Bond, weil er ist so richtig badass und richtig cool und trotzdem rastet er immer wieder aus und macht so typische menschliche Fails. Er ist nicht so wie Pierce Brosnan, wo halt einfach alles kann, nie etwas falsch läuft, alle Frauen liegen ihm zu Füßen, bla bla bla. Aber also ich finde Daniel Craig schon realistischer gezeichnet und viel besser. Ich will jetzt da nicht so eine ganz feste Position einnehmen, aber tatsächlich war ja ein Charakteristikum von Bond eben dieser Macho, dieser Frauenheld, der alles konnte, der so einfach so ganz gelassen, ganz kühl mal irgendwie jemanden über die Klinge springen lässt, ohne da irgendwie groß mit der Wimper zu zucken, noch ein trockenen Spruch reißt und weiter geht's. Und das ist ja durch Daniel Craig schon geändert worden, eben deutlich emotionaler, deutlich düsterer, deutlich menschlicher. Ja, nur dass man ihm seine Emotionen noch nicht abnimmt, weil er halt der Schauspieler Daniel Craig halt einfach nur zwei Gesichtsausdrücke drauf hat. Das ist der, wenn er irgendwas in die Eier kriegt und der normale. Ja, also wohlgemerkt, das sagt Sebastian, wo original selber nur anderthalb Gesichtszüge drauf hatte. Was soll das denn heißen? Nee, also ich finde, ihr geht ja wirklich mit Daniel Craig völlig ungerecht ins Gericht. Also ich finde wirklich, er macht als James Bond, gibt ja eine richtig gute Figur ab. Die Aussage von Richard Spencer, wie ich mich erinnere, in einem der letzten Podcasts, war ja, Bond müsse von einem Schwarzen gespielt werden, um ihn wieder badass werden zu lassen und weniger emotional. Weil solange du einen weißen Schauspieler hast, wird
notwendigerweise irgendwie die Filmindustrie wollen, oder der Regisseur in dem Fall, wollen, dass er irgendwie weichlich, feminin, verletzlich wirkt, weil ein weißer Bond, der gleichzeitig quasi unverletzbar und unemotional einfach nur gut, nur stark ist und keine Schwächen hat, das wäre nicht mehr möglich heutzutage. Ja, aber ich glaube, Daniel Craig wird ja, oder der James Bond unter Daniel Craig wird ja genau deswegen gut, weil er ja irgendwo durch emotional ist. Er ist sonst nämlich so eine klassische Figur von einem Anti-Helden. Also halt so eine Vorbildfigur, wo eigentlich keine ist, aber irgendwie ist es schon ganz cool, wenn man so wäre, ja. Also, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt so ein valider Kritikpunkt ist. Ich meine, ja, das ist kein Kritikpunkt, das ist nur einfach die Auffassung. Du hast jetzt mit Craig keinen völlig unantastbaren Bond mehr, sondern einen menschlichen, ja, einen verlässlichen, ja, okay, Bond. Das kann man jetzt gut, okay, oder schlecht, ja, finden, aber solange du einen weißen Schauspieler als Bond haben wirst, wird es weiter so gehen. Wenn du einen schwarzen haben wirst, dann ist es, geht's vielleicht wieder eventuell mehr zurück in diese trockenere, wo der Bond wieder so ein unantastbarer Macho-Typ ist. Ich, aber ja, es und steht, da könnte der man noch zurückgehen zu Sebastian. Steht noch nicht fest, oder? Ja, es ist diese komische, nee, Joggerin, sehr wahrscheinlich. Die ist im neuen Film, wird die schon als 007 benannt. Ja. Das glaube ich tatsächlich nicht, dass sie sich trauen, schwarz und Frau zu bauen. Oh ja, genau, das würde doch Goldberg in Hollywood niemals tun, so etwas. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Nee, das glaube ich wirklich nicht. Nee, also wirklich, und vielleicht, aber was Friedemann gerade gesagt hat, um das vielleicht nochmal zu Sebastian zurückzuantworten, das stimmt natürlich auch, ja. Also auch wenn man einen anderen Schauspieler als Daniel Craig genommen hätte, was weiß ich, Liam Neeson oder Tom Hardy oder wen auch immer, die Figur des Bonds wäre trotzdem von der Darstellung her so geworden, wie sie jetzt ist, ja. Ja, ich habe auch überhaupt kein Problem mit Daniel Craig, weil der James Bond emotionaler ist oder sowas. Was ist denn jetzt dein Punkt? Ich ihn als Schauspieler schlecht finde und es ihm nicht abnehmen, die Rolle, und ich keinen Spaß an ihm als James Bond habe. Du bist ein Schätzer. Aber gut, okay. Na gut, dann belassen wir es hierbei, machen wir den großen Zapfenstreich. Ja, das nächste Mal vielleicht James Bond mit Volker Zierke, dem Autor von Enklave. Worauf wollte jetzt eigentlich Anton hinaus? Stimmt, Anton, was ist der Punkt? Kommst du alleine die Treppe runter? Sehr gut, also setzen wir hier mal einen Punkt. Ja. Dann besten Dank. Es hat sowieso niemand bisher hierhin mitgehört, aber. Ja, ich würde jetzt hier auch mal einen Punkt setzen. Dann noch beste Grüße an den Heimatverliebter, das ist wahrscheinlich der Einzige, der sich die Folgen bis hierhin anhört. Commander Logic, bester Mann. Und ja, man hört sich. Bis dann. Gute Zeit, Jungs. Ciao. Kurs voran, die Grenze brennt, Deutschland ist in Not. Frei Kurs voran, die Grenze brennt, es gibt nur ein Gebot. Die Helme auf und festgezurrt, es geht um Volk und Land. Frei Kurs voran, die Grenze brennt, nehm das Gewehr zur Hand. Kurs voran, die Grenze brennt, in München Anarchie. Frei kurz voran, die Grenze brennt, der Kampf war schwer wie nie. In Schlesien wollten sie mit Macht von deutschem Land ein Stück. Frei kurz voran, die Grenze brennt, wir schlugen sie zurück. Kurz voran, die Grenze brennt, im Baltikum am Rhein. Frei kurz voran, die Grenze brennt, der Sieg wird unser sein. Wir kämpfen nicht für Bonzenblut und nicht für Gold und Geld. Frei kurz voran, die Grenze brennt, für eine zerbrochene Welt. Kurz voran,
die Grenze brennt, als Folge von Versailles. Freikorps voran, die Grenze brennt, auf dem Diktat kein Heil. Wir ziehen in einen Krieg hinein, den wir niemals gewollt. Freikorps voran, die Grenze brennt, als Söldner ohne.